Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind in einer kleinen Videoserie über Lernmotivation und hier gleich zwei Hinweise in diesem Video. Einmal zum Lernen gehört ausreichend Schlaf. Was ausreichend ist, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Wichtig ist aber, dass man gerade in einer Examensvorbereitung seinen Schlaf nicht vernachlässigt. Schauen Sie sich an, im Schlaf passiert das, was dieses Bild hier zeigt. Kleine Einzelmännchen speichern die Informationen, legen sie unter bestimmten Schubladen ab und dafür muss man schlafen. Und der zweite Hinweis in diesem Video: Lernen in der richtigen Reihenfolge. Und die richtige Reihenfolge ist die Reihenfolge von ungleichem Lernstoff. Das heißt, am nächsten Tag lerne man etwas, was man subjektiv als anders empfindet, als das, was man am Tag vorher gelernt hat. Wenn man das nämlich nicht tut, dann vermischen sich die Informationen, die Wissensaufnahme, diese Speicherung hier wird gestört, wenn wir am nächsten Tag etwas lernen, was wir subjektiv als ähnlich empfinden. Hier die Einzelmännchen kommen durcheinander. Also am nächsten Tag etwas lernen, was wir subjektiv als anders empfinden. Ja, das war's schon wieder. Diese Ausschnitte hier sind entnommen aus meinem Spaßlern-Denkbuch. Wenn Sie darüber Informationen haben wollen, dann schicken Sie mir doch bitte eine Mail an info@spaßlerndenk.de. Mein Name ist Marius Eber. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.